Deutschland ist raus, weil Spanien verloren hat. Aber, ganz wichtig, guckt euch das erste Tor von Japan an. Hätte das zählen dürfen. Mehr als eine halbe Million Follower hat Pascal Martin. 25 Millionen Likes. Pascal ist ein TikTok-Star. Der erste Schiedsrichter in Deutschland, der das geschafft hat. Spitzname Qualle. Das kam so. Als Pascal noch zur Hauptschule ging, hat ihm ein Lehrer erklärt, woher sein Name kommt. Aus dem Französischen. Pasqualle, sprich Qualle, der Instagram- und TikTok-Star. Ich würde jetzt nicht sagen, ein TikTok-Star, sondern ich bin einfach ein Mensch, der versucht, im Fußball was zu ändern. Ich will mich nicht auf eine Rampenlicht stellen oder nach vorne stellen und so, auch wenn das so ist, das ist von alleine gekommen, aber ich will eher derjenige sein, der etwas ändern möchte an den Hobby-Schiedsrichter und an Fußball. Qualle wirbt für mehr Respekt und Fairplay auf dem Fußballplatz. Noch nie mussten so viele Spiele abgebrochen werden wie in der vergangenen Saison. Ausschreitungen und Gewalt im Amateurfußball, quer durch alle Ligen und Altersklassen. Qualle guckt sich das nicht länger tatenlos an. Schon mit seinem ersten Video über sich und seinen Job als Schiedsrichter fing alles an. Ich hatte ein Spiel gehabt, C-Jugendspiel, und ich habe einfach mal gedacht, komm, du nimmst heute einfach mal ein bisschen deine Sachen mit dem Handy auf. Hab mein Handy genommen, hab ein paar Videos von dem Platz gemacht, hab ein paar Videos in meiner Kabine gemacht, hab mich ein bisschen gezeigt, hab meine Schiri-Klamotten ein bisschen gezeigt, hab das Ganze am Abend auf TikTok gestellt, bin am nächsten Morgen aufgewacht, wollte zur Arbeit fahren, guck auf TikTok und dann bumm, auf einmal 1 Million Aufrufe. Ich denke so, Alter, was ist denn jetzt hier passiert, ne? Hat die Leute interessiert, und das hat mich so, also ich war begeistert gewesen. Ich dachte so, boah, krass, und dann habe ich damit angefangen, Woche für Woche immer weiter, und dann habe ich mich mit dem Equipment weiter gesteigert nach oben hin, einen Kumpel dazugeholt, der das Ganze auch besser gefilmt hat, also dann nicht mehr mit dem Handy, und dann ging das quasi immer Stück für Stück weiter nach oben. 7 Geschwister hat Qualle, keine unbekümmerte Kindheit. Nach dem Hauptschulabschluss 2 Ausbildungen, beide abgebrochen. Zunächst zum Kinderpfleger, dann zum Einzelhandelskaufmann. Zu seinem Stiefvater hat er eine besondere Beziehung, also ist Qualle zu ihm gezogen. Frank Elfers ist Pascals Vater, Kumpel, Manager, Fahrer, Leibwächter und Berater in einem. Ich habe da mit meinem Stiefvater viel gesprochen. Brichst du deine Ausbildung jetzt ab oder machst du es nicht? Brichst du es jetzt ab oder machst du es nicht? Aber ich dachte so, ey Pascal, du lebst einmal im Leben. Du hast jetzt gerade diese Chance. Ich habe meine Ausbildung abgebrochen, habe mich selbstständig gemacht, habe eine Firma gegründet, habe ein Gewerbe angemeldet und zack, es hat gut funktioniert. Ich stehe jetzt gut da und bin froh, dass das Ganze auch so geklappt hat, weil es hätte auch in die Hose gehen können, sag ich mal. Aber eine Ausbildung kannst du immer machen, muss ich dazu sagen. Qualles Stiefvater hat vor seinem Schützling, dem 20-jährigen Jungstar, einen Heidenrespekt. Er ist absolut geradlinig, geht seinen eigenen Weg, egal was von außen auf ihn einprasselt an Kommentaren oder so. Er hält daran fest und lebt seinen Traum. Ja, andere träumen, er lebt seinen Traum. Wie kommt ein Teenie auf die Idee, Schiedsrichter zu werden? Qualle war schon mit 13 C-Jugendtrainer. Und als Trainer hat er ab und zu auch mal ein paar Spiele gepfiffen und dann sich selbst gesagt: Pascal, das macht dir so viel Spaß, probier's doch mal aus. Mach doch mal so eine Schiri-Ausbildung und guck mal, wie das einfach funktioniert. Und was natürlich auch ein Grund ist, ich konnte einfach nie Fußball spielen. Also wenn ich den Ball hatte, dann wusste man sofort, der Ball ist gleich weg. So, ich Fußball spielen kann ich überhaupt nicht, also da bin ich raus. Ich kann nur laufen. Der Spaß kann einem als Schiedsrichter schnell vergehen heutzutage. Immer lauter und heftiger werden die Anfeindungen auf dem Platz. Aber immer weniger Zuschauer und Fans wollen sich damit abfinden. In den 80er Jahren riefen unzufriedene Zuschauer noch Schiedsrichter ans Telefon. Doch heute ist der Ton rauer, viel rauer. Das sind Beleidigungen wie zum Beispiel Hurensohn, Bastard, du Arschloch, fick dich, geh sterben. Auch Morddrohungen kommen auf, wie ich im Internet bekomme. Also es kommen schon sehr viele Beleidigungen. Und sehr oft machen sich die Leute gar nicht Gedanken darüber, aber ich bin ein Mensch, oder wir Menschen, wir nehmen sowas auch mit nach Hause. So, ne? Wenn ich abends im Bett liege und ein Vater hat am Tag zu mir gesagt, boah, ich hoffe, du verreckst auf dem Rückweg, was auch vorkommt, was auch Leute zu mir sagen, dann liege ich nicht zu Hause im Bett und mache mich darüber witzig. So, dann macht das was mit mir. Ich habe dann auch vielleicht ein bisschen Angst oder mache mir Gedanken darüber, weil ich bin, wie gesagt, selber auch noch jung. Ich bin 20 Jahre. Immer öfter bleibt es nicht bei Provokationen und Beleidigungen. Dann eskaliert die Situation und es kommt zu körperlichen Angriffen. Qualle musste das am eigenen Leibe erfahren. Ich war Schiedsrichter, hatte ein Spiel gehabt zwischen zwei Mannschaften, die in der Tabelle sehr aneinander standen und beide wollten gewinnen. War, glaube ich, sogar auch ein Derby gewesen und war eine B-Jugend, also eine Mannschaft, wo auch die Jungs in einer Pubertät sind, also wo die auch mal vielleicht das ein oder andere mal so ein bisschen austicken, sag ich mal. Habe einen Spieler eine rote Karte gegeben, nachdem er mich beleidigt hat. Und er ist dann auf mich zugekommen, hat mich am Kragen gefasst, hat mich nach hinten gestoßen und meinte zu mir, er würde mir quasi was antun wollen.
Und für mich war das in dem Moment ein sehr schwarzer Moment. Ich bin in die Kabine quasi gerannt oder gegangen, habe mich erstmal eingeschlossen im ersten Moment und habe das Spiel abgebrochen und bin dann nach Hause gefahren. 2 Monate hat Qualle gebraucht, um drüber wegzukommen und wieder auf den Platz zu gehen. Doch diese Krise hat ihn stärker gemacht. Heute leitet er ein Spiel in der Kreisliga C-Jugend, 13- bis 14-Jährige. Also wir versuchen auf dem Bundesliga-Niveau zu sein, das ist irgendwo richtig, weil so macht es immer viel mehr Spaß, man ist mehr mit mehr Power dabei und so. Wir versuchen das schon alles so zu machen, wie es auch in den Profiligen ist, aber wir sind halt Kreisliga trotzdem. Und dennoch, 4 Schieds- und Linienrichter und 28 Ordner werden gleich auf und um den Platz herum zu sehen sein. Rekordverdächtig für ein Jugendspiel. Weil Qualle das Spiel auf TikTok beworben hat, ist richtig viel los beim TuS Kachtenhausen im Kreis Lippe, trotz des Schneeregens. Also normalerweise gibt es 50 bis 60 Zuschauer, aber jetzt durch Qualle, schätzen wir, sind so an die 300 Zuschauer. Alle hier wissen, es geht um Respekt, sich gegenseitig achten und fair miteinander umgehen, auf und neben dem Fußballplatz, auf dem heute mal der Schiedsrichter der Star ist. Er ist empathisch einfühlsam, er geht auf die Spieler gut ein, er redet mit denen auf Augenhöhe, er macht das nicht alle so von oben herab, er redet mit den Spielern halt auf Augenhöhe, vor allem weil er viel Jugendliche pfeift und die mögen, nehmen dann sowas ernst, als wenn du die jetzt wie so ein Erwachsener behandelst. Ich finde, Pascal ist mega engagiert, was vor allem die Jugend angeht, also der hat einen sehr, sehr großen Impact auf die Jugend, immer einen Bezug drauf und versucht halt eine gewisse Message zu verbreiten, damit er halt eben diese Jugend im Fußball so gewissermaßen inspiriert. Hände weg, Jungs! Irgendwie schafft Qualle es, alle unter einen Hut zu bringen. Das Schiedsrichterteam, die Ordner, die Spieler, die TikTok-Fangemeinde, jung und alt im Publikum. Ich finde das auch gut, dass er das so mit den Schiedsrichtern macht, so dass er die, sag ich mal, motiviert. Und ja, dass man die Schiedsrichter mehr respektieren sollte. Er macht gute Videos, finde ich. Es ist immer spannend, das zu gucken, so wie er pfeift und wofür er steht. Respekt für den Schiedsrichter. Schiedsrichter sollten respektiert werden. Egal in welcher Liga, egal wie alt, alle sollten respektiert werden. Er sagt halt auch öfters mal, ja, so werdet Schiedsrichter und so. Und das ist halt schon gut, ne? Weil Schiedsrichter gibt es nicht so viele. Nicht viele Fußballer wollen Schiedsrichter machen, weil er halt sehr viel auf dem Platz gehatet wird und so. Und ja, also ich finde das persönlich sehr gut. Da wird einem fast schwindelig, so viel Lob und Anerkennung. Davon können Bundesliga-Schiedsrichter wohl nur träumen. In diesem Umkreis ist er halt, glaube ich, der berühmteste Schiedsrichter. Und ja, halt, dass er halt in dieser Zeit so viel erreicht hat, das ist echt krass. Und er hat auch sehr viele Leute darauf motiviert, halt selber Schiedsrichter zu werden. Ich finde gut, dass er nicht nur ein Schiedsrichter ist, sondern auch gleichzeitig ein Freund. Qualle macht einfach besonders, weil er wirklich Respekt bei den Jugendlichen und Kindern auf dem Fußballplatz hat und er ein unheimlich gutes Talent hat, auf das jeweilige Alter einzugehen und die Situation den Kindern auch auf dem Platz zu erklären. Und er behandelt tatsächlich auch alle, auch nach dem Spiel, wie ein guter Kumpel. Und ja, die können einfach zu ihm auch kommen und er ist so ein anfassbarer Star für die Kinder und das ist einfach toll. Toll findet das auch der regionale Fußballverband. Dank Qualle melden sich immer mehr Freiwillige als Schiedsrichter im Landkreis Lippe, ganz entgegen dem bundesweiten Trend. Ja, also wir merken das bei uns im Kreis und auch in den Nachbarkreisen tatsächlich so, dass einige Schiedsrichter immer mehr sich bei den Anwärterlehrgängen anmelden, auch mit bewusst dem Kommentar, dass sie ihn gesehen haben, dass sie das cool finden, dass sie auch dadurch erst überhaupt auf das Thema Schiedsrichter gekommen sind. Weil das ist ja auch so ein Thema, gerade bei Jugendlichen, sowas bei mir auch. Also man spielt Fußball, man kommt ja gar nicht darauf, dass es auch sowas wie Schiedsrichterei quasi ja gibt in dem Alter. Und er macht dadurch ja so Werbung, dass die Leute darauf aufmerksam werden und sagen, oh jo, das ist ja auch was Interessantes und machen das dann mal. Rund ums heutige Spiel ist alles gut gelaufen. Apropos gelaufen, ein paar Flitzer konnten die Ordner dann doch nicht daran hindern, über den Platz zu laufen. Die konnten wohl nicht anders, wegen all der Kameras am Fußballplatz in Kachtenhausen. Danke für deine Arbeit heute. Hat alles super geklappt. Hat Spaß gemacht. Außer die beiden Flitzer, dann muss ich jetzt ein bisschen aufpassen dann. Ja, aber ich wollte ja erst flitzen und die Mädels haben gesagt, nee, nicht nackig. Okay. Aber hast einen guten Job gemacht, sehr gut. Zurück bei Qualle zu Hause. So, meine lieben Freunde, wann ist für euch eigentlich Abseits? Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich werde mir natürlich alles angucken, also schreibt es gerne in die Kommentare rein. Er kann offenbar gar nicht anders. Er muss einfach für den Job als Schiedsrichter Werbung machen.
traut euch, geht auf den Platz drauf und nimmt auch mal Verantwortung. Wenn ich als 12-Jähriger so eine Verantwortung trage, dann macht das auch was mit mir als Mensch, dann ändere ich mich. Ich war damals so gewesen, ich konnte mich nie vor einer Kamera setzen, ich konnte nie flüssig reden, ich hatte immer Angst, ich war immer schüchtern gewesen. Heutzutage stelle ich mich vor tausend von Leuten und kann reden und kann labern, wie ich will, einfach weil ich das gelernt habe durch diese Schiedsrichtertätigkeit. Und das ist meine Mission. Ich will etwas ändern, das Thema Respekt, das soll bei mehr Menschen einfach ankommen, weil es ist untergegangen. Und das ist einfach das Traurige. Ich schaffe es aber nicht alleine, aber ich versuche, andere Menschen damit irgendwie zu erreichen, dass sie mir dabei helfen. Qualle erreicht vor allem Kinder und Jugendliche über das Internet. Und das macht die Erwachsenen neugierig. Wenn ich mir die Zeitung nehme, wenn ich die in die Hand nehme, wenn ich mich dann durchlese, Pascal Martin, TikTok-Star, inzwischen gibt es Schiedsrichter-Influencer, was es ja auch selten gibt, so, der 20-Jährige ist ein TikTok-Star, macht auf YouTube seine Videos, macht auf TikTok seine Videos, dann weiß ich, ich mache alles richtig, weil die Leute sehen das und es macht Aufmerksamkeit, es schlägt ein und dann, das freut mich einfach. Fußball ist sein Leben. Qualle ist natürlich auch ein waschechter Fan. Arminia Bielefeld spielt da die Hauptrolle, wenn er gerade mal nicht pfeift oder online ist. Man kann ihm nur die Daumen drücken, dass er nachhaltig Erfolg hat mit seiner Mission. Mehr Respekt auf den Fußballplätzen in Deutschland.